Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Auch ein ganz großer Dank an ambulante Dienste, Christian, die Uschi, die heute nicht hier sein kann. Ich habe immer viel von euch gehört, einige getroffen. Toll, jetzt mal bei einer Veranstaltung hier sein zu können. Kaum jemand beschäftigt sich mal darum, was wünschen sich denn Menschen, die in Werkstätten sind. Und das sind ganz verschiedene Wünsche. Das werden wir in der Diskussion, auf die ich mich sehr freue, vielleicht noch mitbekommen. Manche sagen, oh, toll, gefällt mir, ich bin zufrieden. Das sage ich, super. Andere sagen, na ja, ich würde schon gern mal ein Praktikum machen. Sage ich, warum nicht? Ja, ich hatte bisher keine Chance. Die Nächste sagen, der Betreuer, die Betreuerin, die behandelt mich so komisch. Und das geht alles so unter. Und ich habe mit ganz vielen Menschen über die Jahrzehnte gesprochen, viele Veränderungen auch gesehen. Und ich finde, es kommt zu wenig dran. Und deshalb habe ich gesagt, Alter, du solltest mal einen Roman schreiben, um mal einen anderen Schlenker zu diesem Thema zu bekommen. Und deshalb haben wir die Geschichte einer Brandstiftung in einer Werkstatt. Das ist nicht der Aufruf jetzt für Feuer und Flamme, sondern das ist, wie wenn jetzt im Krimi jemand umgebracht wird, dann entwickelt sich eine Geschichte drum. Da sagen wir auch nicht, ich muss morgen raus und auch jemand umbringen. Und so ist das auch mit der Zündelei. Aber es öffnet Gedanken, um mal anders nachzudenken. Wie wäre es denn, wenn es die Werkstatt jetzt nicht geben würde? Wenn man überlegen müsste, was können wir denn tun in unserem Umfeld, ja, dass behinderte Menschen, die jetzt noch in Werkstätten sind, auch eine Chance bekommen in unserer Nachbarschaft. Und drum dieses Buch Zündeln an den Strukturen, das ich hier dabei habe. Die Wiebke und der Alex, die haben auch noch ein paar Exemplare da draußen liegen. Auf jeden Fall, ja, das Ziel ist einfach zu gucken, wie ginge es denn anders? Und das ist im Moment sehr politisch, denn im Moment wird über die Reform des Werkstättensystems nachgedacht. Also ihr merkt, da ist auch neben der Geschichte sind da verschiedene Stränge drin, aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorneweg reden. Ich würde sagen, Sabine, du steigst einfach mal ein mit Flammen in der Nacht und ihr werdet die Helen Weber ein klein bisschen kennenlernen. Helen Weber war völlig ruhig. Sie saß in ihrer kleinen Wohnung am Esstisch und trank ein Glas Wasser. So entspannt hatte sie sich schon lang nicht mehr gefühlt, wenn sie überhaupt jemals ein solches Gefühl verspürt hatte. Dabei hätte sie eigentlich allen Grund, nervös zu sein, nach dem, was sie in den letzten 2 Stunden erlebt und vor allem, was sie getan hatte. Normalerweise müsste sie zu solch später oder besser gesagt früher Stunde hundemüde sein. Morgens um 3:15 war sie zurückgekommen. Zurückgekommen von der Aktion, die sie so lange geplant und in ihrem Kopf immer wieder vor und zurück bewegt hatte. Wollte man zählen, wie oft sie zuerst selbst und dann zusammen mit ihren Freunden durchgespielt hatte, was getan werden müsste und wie die Aktion ablaufen könnte, dann ging das in die Hunderte, wenn nicht sogar in die Tausende. Die vielen Demütigungen und Diskriminierungen, die sie und ihre Kolleginnen und Kollegen erleben mussten, hatten ihre Pläne für eine solche Aktion immer wieder aufs Neue geschürt. Ihre Überlegungen waren Stück für Stück gereift und letztendlich für Helen Weber immer unvermeidbarer geworden. Nun war es also geschafft. Vor ihren Augen leuchteten immer noch die Flammen hell und lodernd. Zerstörerische Flammen, die sie zusammen mit ihren 2 Freunden aus der Werkstatt für behinderte Menschen vor gut einer halben Stunde entfacht hatten. Sie hatten es tatsächlich getan. Unglaublich. Vor allem wollte die frisch gebackene Brandstifterin diesen Moment jetzt auskosten, weil sie genau wusste, dass diese Tat einiges nach sich ziehen würde. In den nächsten Tagen dürfte sich zeigen, ob sie vorsichtig genug gewesen waren und niemand Fehler gemacht hatte. Und würden sie auch zukünftig keine Fehler machen, die sie verraten könnten? Der erste Schritt des lang entwickelten Plans war nun geschafft. Helen Weber verspürte in diesem Moment ein richtig gutes Gefühl.
endlich einmal echten Widerstand gegen die ausgrenzenden und diskriminierenden Strukturen von Werkstätten und Heimen für behinderte Menschen geleistet zu haben. Schließlich ging es ihr darum, konkrete Verbesserungen zu erreichen. Sie wusste mittlerweile nur zu gut, wie schwer es war, Veränderungen in solchen Einrichtungen zu bewirken. Die bestehenden Strukturen der sogenannten Behindertenhilfe legten ein solch starkes Beharrungsvermögen an den Tag, dass für sie oft nur die blanke Ohnmacht blieb. Die junge Frau hatte schon viele ermüdende und immer wieder demütigende Diskussionen miterlebt. Ihre gescheiterten Versuche, konkret etwas zu verändern, konnte sie kaum mehr zählen. Für Helen Weber war die eben durchgeführte Brandstiftung ein Akt der Notwehr. Man könnte auch sagen, ein Akt der Befreiung. Sie musste sich selbst eingestehen, dass dies ein gewagter und gewissermaßen verzweifelter Akt gewesen war. Sie konnte die herabwürdigenden Blicke auf sie als sogenannte Beschäftigte der Werkstatt für behinderte Menschen schlichtweg nicht mehr ertragen. Als Rollstuhlnutzerin, die nur einen Förderschulabschluss hatte, hatte sie oft das Gefühl, von den vermeintlichen Wohltätern nicht ernst genommen zu werden. Da konnte sie noch so viel Bildung sich aneignen. Sie konnte noch so viele Bücher lesen, was sie mittlerweile sogar liebte. Sie blieb die Betreute, der die Tür aus der Sonderweltwerkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verschlossen blieb. Auch hatte es Helen Weber nicht mehr ausgehalten, mit anzusehen, wie mit ihren Kolleginnen und Kollegen oft von oben herab umgegangen wurde. Ja, es gab auch nette Betreuerinnen und Betreuer in der Werkstatt, das musste sie zugeben, aber das änderte nichts daran, den Launen derjenigen, die nicht nett waren, ausgeliefert zu sein. Vor allem, wenn diese einen schlechten Tag hatten. Nach außen hin wurde von den Verantwortlichen stets so getan, als ob die Werkstatt das Beste sei, was den Behinderten auf dieser Welt geboten wird. Was da nicht alles angepriesen wurde, was für behinderte Menschen getan wird. Und dann das Gerede, wie solidarisch das Prinzip der Werkstatt vermeintlich sei. Bei solchen Reden hätte man fast glauben können, man sei im Himmel auf Erden gelandet. Waren die Türen nach den Besuchen von Politikerinnen und Politikern in der Werkstatt wieder geschlossen, sah die Welt für die drinnen gebliebenen wieder ganz anders aus. Doch diese Gedanken versuchte Helen Weber nun auszublenden. Sie wollte das gute Gefühl, endlich etwas gegen die vielen Demütigungen getan zu haben, noch voll auskosten. Helen Weber war bereit, die Konsequenzen für ihre Tat zu tragen, sollte sie erwischt werden. Sie hoffte trotzdem, ungeschoren davonzukommen. Sie wollte nach dem Brand die weitere Entwicklung mitgestalten. Behinderte Menschen sollten statt in der Werkstatt in normalen Betrieben arbeiten können. Dort, wo andere auch tätig waren. Sie sollten die Unterstützung erhalten, die sie dafür brauchten. Darum ging es Klaus Kriske, Bernd Friedrich und ihr schließlich. In ihren vielen Diskussionen waren die drei zu dem Schluss gekommen, dass sie Schaden anrichten mussten, um Veränderungen der festgefahrenen Strukturen zu erreichen. Sie hofften, dass auf diese Weise neue Türen geöffnet werden könnten. Türen, die so vielen behinderten Menschen bisher verschlossen blieben. In der Werkstatt hatten sie zu Genüge erlebt, wie sie selbst mit den kleinsten Anliegen an der Übermacht der BetreuerInnen und der Leitung gescheitert waren. Ungerechtigkeiten blieben so bestehen, ohne eine echte Chance, diese jemals zu überwinden. Ja, vielen Dank, Sabine, erstmal für diesen ersten Teil über die Helen Weber. Die Helen Weber spielt eine zentrale Rolle in diesem Roman und ihr habt sie jetzt ein klein bisschen kennengelernt. Sie wird auch weiterhin noch auftauchen, aber wir wollen euch erstmal noch ein paar weitere Personen vorstellen, die im Roman sozusagen eine Rolle spielen.
Und da gibt es den zweiten Brandstifter, den Klaus Kriske. Ihr werdet es merken, wenn die Sabine jetzt den Teil über den Klaus Kriske vorliest. Sprache ist ihm total wichtig. Sprache ist, glaube ich, für uns alle wichtig, für Klaus Kriske besonders. Sabine. Warum Klaus Kriske noch immer so überrascht war, bei dieser Aktion mitgemacht zu haben, hatte viel mit seiner Geschichte zu tun. Bereits in seiner Kindheit und Jugend hatte er ein ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein entwickelt. Aber auch er war ähnlich wie Bernd Friedrich darauf getrimmt worden, sich anzupassen und bloß nicht zusätzlich aufzufallen. Denn aufgefallen war er ohnehin schon ständig. Dafür sorgten seine Sprachbehinderung und vor allem sein humpelnder und damit auch wackeliger Gang. Meistens konnte er nicht schnell und für alle verständlich antworten. Gleichberechtigt an Gesprächen teilzunehmen, wie er dies gerne getan hätte, war noch seltener möglich. Und so war Klaus Kriske so manchen Situationen ausgeliefert, in denen sich andere wesentlich leichter hätten wehren können. Das ist ungefähr so, wie wenn der Zahnarzt dir etwas erzählt oder dich etwas fragt, du aber wegen der Behandlung nicht antworten kannst, beschrieb er es Helen Weber einmal. Klaus Kriske hatte erst im Alter von 10 Jahren sprechen gelernt. Von Kind an musste er ständig erleben, dass andere über ihn statt mit ihm redeten. Eine äußerst bittere Erfahrung. Dabei hatte er schon recht früh alles verstanden, was gesagt wurde. Das Wissen um die Sprache und deren Bedeutung hatte er intus. Die Wörter wollten nur nicht raus. Für viele Außenstehende reichte das aus, um ihn als dumm, als geistig behindert abzustempeln. Und genauso behandelten sie ihn auch. Deshalb hasste Klaus Kriske es, wenn Menschen als geistig behindert bezeichnet wurden. Nicht nur er, sondern auch viele andere Betroffene mochten diesen Begriff gar nicht leiden. Persönlich bevorzugte er die Bezeichnungen Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Menschen mit einer Lernbeeinträchtigung. In seinem Fall war es jedoch hauptsächlich eine Kommunikationsbehinderung, die ihm im Zusammentreffen mit anderen das Leben schwerer machte. Auch sonst hatte Klaus Kriske schon viele Demütigungen herunterschlucken müssen. Er konnte nicht schnell genug und gut genug auf direkte oder indirekte Beleidigungen oder Abwertungen reagieren. Wenn er wieder und wieder als Spasti bezeichnet wurde, dann schmerzte ihn das. Besonders weh tat es ihm, wenn er im Bus saß und Jugendliche sich gegenseitig Wörter wie Spasti oder sich Sätze wie »Hey, bist du behindert oder was?« an den Kopf warfen. Meist geschah das auch oder gerade dann, wenn er ganz in ihrer Nähe saß. Klaus Kriske versuchte immer wieder, den Schmerz wegzudrücken. Er wollte Verständnis für die Jugendlichen haben. Sie kannten es ja nicht anders. Er bemühte sich, ihre Sprüche nicht auf sich zu beziehen, aber das gelang ihm nur an guten Tagen. Besonders beschämend fand er, dass so gut wie nie jemand anderes einschritt, wenn solche Sprüche kamen. Er fühlte sich in solchen Situationen völlig alleingelassen. Auch er hatte immer mal wieder versucht, etwas zu sagen, war aber aufgrund seiner Sprache und Langsamkeit jedes Mal kläglich gescheitert. Manchmal löste er mit seinen Bemerkungen ein bedrückendes Schweigen aus. Das machte die Situation für ihn noch unerträglicher. Und so blieb es meist beim Pochen in seinem Kopf und beim quälenden Nachdenken darüber, was oder wie er hätte antworten können. Dabei ging es nicht nur ihm so. Immer wieder hatte er erlebt, dass Angehörige anderer benachteiligter Gruppen auch gegen verletzende Sprüche ankämpfen mussten. Er war diesbezüglich, wie bei Sprache allgemein, mittlerweile sehr sensibel geworden. Wurde jemand in seiner Nähe als schwule Sau betitelt, konnte er wegen seiner Sprachbehinderung weder gut und in der Regel sogar gar nicht reagieren.
So schluckte er derartige Demütigungen anderer diskriminierter Gruppen gleich mit herunter und ärgerte sich darüber noch mehr. Selbst er hatte es lange normal gefunden, dass er aus der Werkstatt für behinderte Menschen für seine 35 Stunden wöchentliche Arbeitszeit mit einem sogenannten Werkstattentgelt von lediglich 193 Euro im Monat nach Hause ging. Denn wer wollte schon einen wie ihn einstellen, der zu allem viel länger braucht? Klaus Kriske war lange froh gewesen, überhaupt in die Werkstatt gehen zu dürfen, auch wenn ihm dort vieles nicht gepasst hatte. Vor allem, wie er und andere zuweilen behandelt wurden und wie wenig Lohn sie bekamen. Aber irgendwie passte die eben ausgeführte Tat zu seiner neueren Entwicklung. Wie ein Schwamm hatte er in den letzten beiden Jahren die kritischen Diskussionen über die ausgrenzende sogenannte Behindertenhilfe aufgesogen. Die Kritik an den Werkstätten und den sogenannten Heimen beschäftigte ihn besonders, nachdem er die Leute der Enthinderungsgruppe kennengelernt hatte. Ja, der Klaus, danke. Jetzt habt ihr zwei Akteure kennengelernt, die sozusagen die Werkstatt angesteckt haben. Und die Enthinderungsgruppe wurde auch schon mal angeführt, von der werden wir noch ein bisschen mehr hören zum Ablauf. Wir lesen jetzt einfach so, wir machen eine Wanderung durch den Roman und dann komme ich nachher zu euch ins Publikum zur Diskussion, zur Nachfragen. Aber vorher muss ich noch mal die Neugier von Eileen Moritz doch jetzt ein bisschen besänftigen, denn zu Katrin Grund hat sie nichts gefunden. Und die ist ja hier ganz präsent, weil die Katrin Grund, die hat eine bestimmte Rolle. Da sage ich noch mal ein bisschen was dazu. Auf jeden Fall, sie macht ein Volontariat bei der Zeitung. Das heißt, die fängt da an, die lernt ganz viel und die hat es auch richtig schwer. Und die Katrin Grund hat, ja, es ist heiß im Sommer und die hat viele schlaflose Nächte. Und so schläft sie auch in dieser Nacht nicht richtig gut. Hören wir mal rein, was die Sabine uns über die Katrin Grund erzählen kann. Ich lag wach im Bett und überlegte wieder einmal krampfhaft, wie ich einen Dreh für spannende Berichte und Nachrichten bekommen könnte, um mir einen festen Platz in der Redaktion zu erobern. Mein Selbstbewusstsein tendierte mittlerweile gen Null. Ich kannte dieses Muster bereits aus meinen depressiven Phasen während des Germanistikstudiums. Mir machte dieser heraufziehende Teufelskreis mittlerweile richtig Angst. Ich grübelte vor mich hin, während ich mir mit einem Fächer frische Luft vom offenen Fenster zuwedelte. Ein eigenartiger Geruch lag in der Luft. Der an lauen Sommerabenden in meiner Nachbarschaft übliche Duft von leckerem Grillgut war kurz vor drei schon längst verflogen. Trotzdem kroch mir ein intensiver werdender Rauchgeruch zusehends in die Nase und in mein Zimmer. Ich stand auf, um der Ursache dafür auf den Grund zu gehen. Wie sie mich mit diesem Spruch meines Namens wegen in der Redaktion immer hänselten, dann gehen Sie der Sache doch mal auf den Grund, Frau Grund. Hahaha. Nicht lustig, wenn man das dauernd hören musste. In der Ferne sah ich einen Feuerschein am Himmel und eine sich abzeichnete Rauchwolke. Erst war der Feuerschein noch recht klein, aber ich erkannte, wie der Brand zusehends größer wurde. Vor allem die zunehmende Rauchentwicklung deutete auf ein größeres Feuer hin. Noch waren keine Feuerwehrsirenen zu hören, also griff ich schnell zu meinem Handy und rief die 112 an. Der Brand ist eben schon von jemand anderem gemeldet worden, danke. Meine Pflicht war also getan. Nachdem ich das Fenster geschlossen hatte, wollte ich mich gerade wieder hinlegen. Ich wollte es nochmals mit dem Einschlafen versuchen. Da kam mir die Idee, die journalistische Gelegenheit beim Schopfe zu packen und der Sache selbst nachzugehen.
Bisher hatte ich noch nie Berichte über Brände verfasst. Ich wusste aber von einem Kollegen, dass es in letzter Zeit einige kleinere Brandstiftungen in der Stadt gegeben hatte. Schnell zog ich mich an. Sicherheitshalber hinterließ ich in der Redaktion eine Nachricht auf dem Band, dass ich auf dem Weg zu einer Brandstelle war. Hellwach und beschwingt schnappte ich mir mein Fahrrad und schon war ich unterwegs. Der vielbeschworene journalistische Ehrgeiz war in mir erwacht und gab mir kräftig Rückenwind. Dieser Antrieb und die leeren Straßen machten es möglich, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes als rasende Reporterin mit meinem Rad durch die Stadt jagte. Gut 20 Minuten später hatte ich die Brandstelle erreicht. Zwischenzeitlich hatte ich die Feuerwehrsirenen gehört und traf die Feuerwehr bereits beim Löschen des Brandes an. Aber dies schien nicht mehr viel Zweck zu haben. Das Industriegebäude brannte bereits lichterloh und die Rauchentwicklung war heftig. Ich war froh, dass ich aus westlicher Richtung gekommen war und nicht gegen den Wind und damit gegen den Rauch radeln musste. Schnell schoss ich mit gebührendem Abstand ein paar Bilder mit meiner Kamera. Inzwischen war es üblich, dass wir von der schreibenden Zunft meist auch selbst die Fotos machen mussten. Nachdem einige Fotos im Kasten waren, atmete ich tief durch und begann mit meinen Recherchen. Von Brandmeister Heinrich Stindl erfuhr ich, dass es sich bei dem Gebäude um die Behindertenwerkstatt handelte und dass wohl nicht mehr viel zu retten sei. Die Feuerwehr konzentriere sich vorrangig darauf, ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Betriebe zu verhindern. Ich konnte dem Brandmeister noch entlocken, dass es wohl mehrere Brandherde am Gebäude gäbe. Die Vermutung liegt daher nahe, dass es sich um Brandstiftung handeln dürfte, führte er aus. Sofort stieg Heinrich Stindl in eine größere Tirade gegen Brandstifter ein. Schnell wurde mir klar, dass sich aus dieser Geschichte vielleicht etwas Größeres machen ließe. Es war nicht alltäglich, dass es in einer Werkstatt für behinderte Menschen, wie es auf dem Schild an der Zufahrt zum Gebäude stand, brannte. Vor allem fragte ich mich, wer legt in einer solchen Werkstatt einen Brand? Ja, danke. Jetzt wissen wir ein klein bisschen was über die Katrin Grund, aber diejenigen, die viele Bücher lesen, haben gemerkt, da ist schon was passiert. Die erzählt nämlich in der Ich-Form. Und die Katrin Grund steht ja auch mit auf dem Buchtitel. Und ich muss einfach sagen, die ist mir im Laufe der Geschichte so ans Herz gewachsen, dass ich gedacht habe, na, es ist eigentlich ihre Geschichte. Ja, also das ist, ich habe nie erlebt, dass beim Schreiben eines Textes man irgendwie da sowas erlebt. Aber die Katrin Grund hat irgendwie hier den Roman erobert. Und der journalistische Ehrgeiz von ihr ist jetzt erwacht. Der Brand ist also gelegt, die Werkstatt ist so gut wie abgebrannt, die Journalistin war schon da, die Feuerwehr, die Polizei. Und wir machen jetzt mal einen Sprung ins dritte Kapitel vom Roman, denn jetzt kommt ja das Entscheidende vom Plan der Brandstifterin. Jetzt geht es ja darum, was nun? Und es geht auch darum, die Enthinderungsgruppe betritt die Bühne und da gucken wir mal rein, was da jetzt die Enthinderungsgruppe macht und was nun. Wie würde es nun weitergehen? Das war jetzt die entscheidende Frage. Bei den Planungen der drei frisch gebackenen BrandstifterInnen hatte dieser Punkt zwar viel Diskussionsstoff geboten, was genau getan werden musste, blieb allerdings stets recht unkonkret. Das Feuer zu legen, dieser erste Schritt, war ihnen gelungen. Sie hatten damit den Ort, der ihnen so viel Sorge und Ärger bereitet hatte, ins Mark getroffen. Die Strukturen der Ausgrenzungen waren dadurch aber nur leicht erschüttert. Das war ihnen klar. Die Sklavenarbeit, wie Helen Weber die Beschäftigung in der Lindenthal-Werkstatt nicht zuletzt aufgrund der geringen Löhne und ständigen Gängeleien zuweilen bezeichnete, war längst noch nicht überwunden. Der Traum von Helen Weber,
Bernd Friedrich und Klaus Kriske war, dass Alternativen zur Beschäftigung in der Werkstatt aufgebaut würden. Jetzt, da das Werkstattgebäude abgebrannt war, müssten dafür endlich ernstzunehmende Anstrengungen unternommen werden. Behinderte Menschen sollten bei normalen Arbeitgebern beschäftigt und auch entsprechend entlohnt werden. Dass das nicht von allein gehen würde, war ihnen klar und sollte sich im weiteren Verlauf leider auch zeigen. Nachdem die Pläne für die Brandstiftung immer konkreter geworden waren, hatte Helen Weber in der Enthinderungsgruppe den Vorstoß gewagt und eine Diskussion rund um die Frage, was wäre, wenn es die Werkstatt für behinderte Menschen in unserer Stadt nicht mehr gäbe, angeregt. Vor 3 Monaten hatten sie schließlich 1 Stunde in der Gruppe darüber diskutiert. Wenn es die Werkstatt nicht mehr gäbe, dann müssten sich die Verantwortlichen in der Stadt ernsthaft damit auseinandersetzen, dass mehr behinderte Menschen in ganz normalen Betrieben beschäftigt werden. Das Geld, das bisher an die Werkstatt bezahlt wird, könnte dann in den Betrieben zur Unterstützung behinderter Menschen eingesetzt werden, hatte eine Teilnehmerin der Gruppe vorgeschlagen. In der Diskussion waren sich alle einig gewesen. Es musste eine gute Beratung und Unterstützungsstruktur geben. Die Vermittlung behinderter Menschen an verschiedene ArbeitgeberInnen musste dabei eine zentrale Rolle spielen. Dazu hatte vor allem Claudia Liese einige Ideen, auch wenn diese leider etwas abhoben. Helen Weber gefiel vor allem das bereits vorhandene Budget für Arbeit als ein gutes Instrument, auf dem man aufbauen konnte. Damals war Helen Weber die Diskussion zu abgehoben gewesen und für sie deshalb etwas unbefriedigend verlaufen. Jetzt erwies sich ihre Initiative jedoch als gute Grundlage. Nach dem Brand in der Lindenthal-Werkstatt war die Diskussion plötzlich bei vielen aus der Gruppe wieder präsent und hochaktuell. Gerade Katja Franke, die unaufhaltsame Pragmatikerin, war voll darauf angesprungen. Wenn etwas in Katja Franke zu arbeiten begann, dann führte dies meist zu konkreten Aktivitäten. Da spielte es auch keine Rolle, wenn zuweilen nur Teilerfolge erzielt werden konnten. Samstagabend klingelte bei Helen Weber erneut das Telefon. Katja Franke eröffnete ihr, dass sich einige Aktive der Enthinderungsgruppe unbedingt schnell treffen müssten. Der Werkstattbrand böte eine nie dagewesene Chance, sodass es jetzt gelte, entsprechend zu handeln. Helen Weber bemühte sich, die abgesprochene Rolle der Zurückhaltung eine Weile aufrechtzuerhalten, war innerlich aber von dieser Initiativkraft begeistert. Für Sonntagnachmittag war in Katja Frankes Garten ein aktivistisches Kaffeetrinken vereinbart worden. Einige Mitglieder der Enthinderungsgruppe waren zu diesem außerordentlichen Treffen eingeladen und hatten bereits zugesagt. Vor allem Mitglieder, die sich bei der Planung früherer Aktionen als besonders engagiert und hilfreich erwiesen hatten. Claudia Liese hat auch zugesagt. Katja Franke war noch anderweitig aktiv geworden. Sie war für die Pressearbeit der Gruppe verantwortlich und konnte dabei eigenständig handeln. Und so hatte sie bereits einen Vorschlag für eine erste Presseerklärung erarbeitet. Diesen las sie Helen Weber vor. Der Text war ganz im Sinne von Helen Weber. Besonders froh war sie, dass sie sich damit nicht selbst aus dem Fenster lehnen musste. So lenkte sie keinen Verdacht auf sich. Am späten Samstagnachmittag schickte Katja Franke schließlich folgende Presseerklärung an die Allgemeinen Nachrichten und an andere Medien in der Stadt. Brand in Werkstatt für behinderte Menschen als Chance nutzen, Beschäftigung auf allgemeinem Arbeitsmarkt ermöglichen. Der Brand in der Werkstatt für behinderte Menschen hat auch bei den Mitgliedern der Enthinderungsgruppe für Betroffenheit gesorgt. In jeder Krise liegt aber auch eine Chance und diese muss nun genutzt werden, erklärte Katja Franke, die Pressesprecherin der Enthinderungsgruppe. Die Enthinderungsgruppe setzt sich für die gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbestimmung behinderter Menschen ein.
Den betroffenen behinderten Menschen muss nun möglichst schnell eine neue Beschäftigungsmöglichkeit geboten werden. Was liegt näher, dies inklusiv in den Unternehmen dieser Stadt zu verwirklichen? Dass die Beschäftigung behinderter Menschen auch außerhalb von Werkstätten für behinderte Menschen möglich ist, wurde schon oft bewiesen. Ein Anfang könnte nun sein, dass möglichst viele Unternehmen Praktikumsmöglichkeiten für behinderte Menschen aus der Lindenthal-Werkstatt bieten. Darauf aufbauend kann dann nach Möglichkeiten einer längerfristigen Beschäftigung gesucht werden. Das im Sozialgesetzbuch 9 verankerte Budget für Arbeit bietet beispielsweise eine gute finanzielle Unterstützung für die Beschäftigung behinderter Menschen. Diese Regelung wurde extra in das Bundesteilhabegesetz mit aufgenommen, betonte Katja Franke. Durch die Solidarität mit behinderten Menschen könne nun aus der Not heraus ein Markenzeichen der Stadt werden. Hierfür mussten gemeinsame Anstrengungen unternommen werden, die eine gesonderte Werkstatt für behinderte Menschen zukünftig überflüssig machen, heißt es von Seiten der Enthinderungsgruppe. Das wäre gelebte Inklusion, wie sie auch die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen vorsieht, so das Plädoyer von Katja Franke. Die Enthinderungsgruppe hat jetzt also Blut geleckt. Die fordert jetzt raus, mischt sich ein und tut auch einiges dafür. Aber es gibt auch andere, die tun natürlich auch was. Denn die Werkstatt ist abgebrannt. Die Betreiber der Werkstatt sind natürlich auf Alarm. Die müssen jetzt gucken, was mache ich mit den vielen Beschäftigten. Und so gucken wir mal, was die Geschäftsführerin der Lindenthal-Werkstatt, die Christa Ehmke, macht. Und da ist auch der Vorsitzende des Vereins mit dabei. Und dieses Kapitelchen heißt Rettungsaktionen. Christa Ehmkes Wochenende war durch den Werkstattbrand kräftig verhagelt worden. Vor der Sitzung hatte sie mit ihrem Stellvertreter eine Reihe von Punkten besprochen, die sie bereits Sonntagabend vorbereitet hatte. Einige Aufgaben wurden schnell verteilt. Der Plan, wie nun vorgegangen werden musste, nahm Formen an. Zentral war, dass möglichst schnell Räumlichkeiten gefunden werden mussten, in denen zumindest wieder ein reduzierter Werkstattbetrieb möglich war. Das würde Bilder bieten, um den Kostenträger zu überzeugen und ganz praktisch zu zeigen, dass sie als Träger der Werkstatt auch weiterhin für ihre Leute da waren. Hierfür waren bis zum Ende des schnell verordneten Betriebsurlaubs gerade einmal 2 Wochen Zeit. Christa Ehmke hatte mit dem Geschäftsführer des Unternehmens, das ihnen den Sitzungsraum zur Verfügung gestellt hatte, bereits für 11.30 Uhr einen Termin vereinbart. Sie wusste, dass er derzeit über eine weitgehend ungenutzte Lagerhalle verfügte. Diese war zwar am Stadtrand, aber die meisten Beschäftigten wurden ohnehin mit dem Fahrdienst zur Werkstatt gebracht. Der Chef des Unternehmens war scharf darauf, dass seine Verpackungsarbeiten prioritär erledigt wurden. Eine klassische Win-Win-Situation zeichnete sich für Christa Ehmke an diesem Punkt ab. Ein bisschen auf die Tränendrüsen drücken, verbunden mit einer Schamoffensive, das könnte ein Kinderspiel werden und war gut für beider Image. Gegen Ende der Sitzung schlug Clemens Zeil vor, dass der Trägerverein unbedingt eine Spendenaktion starten müsse. Wir haben echte Herausforderungen und sehr viel Arbeit vor uns, aber ich bin mir nach diesem konstruktiven Treffen sicher, dass wir es schaffen. In jeder Krise steckt doch eine Chance. Als Christa Ehmke das sagte, hatte sie schon das Bild einer viel größeren und schöneren Werkstatt für behinderte Menschen vor Augen, die sie fortan leiten würde. Visualisierung konkreter Ziele, das hatte sie gelernt und schon oft recht erfolgreich praktizieren können. Ja, also die Geschäftsführerin der Werkstatt, die hat auch einen Plan und so schreitet die Zeit jetzt voran, auch im Roman. Die verschiedenen Akteure sind aktiv und man könnte schon fast sagen, so ein kleines Wettrennen hat begonnen.
Drum gucken wir, bevor wir dann nachher bald in die Zielgerade der Lesung einbiegen und zur Diskussion kommen, gucken wir mal nochmal auf Erfolge. Echte Erfolge, und da sind auch so ein paar zweifelhafte Erfolge, zumindest im Sinne der Enthinderungsgruppe dabei. Sabine. Die nächsten Tage waren von Betriebsamkeit auf verschiedenen Seiten geprägt. Im Sinne der Enthinderungsgruppe gab es dabei eine Reihe echte, aber auch einige zweifelhafte Erfolge, die für sie keine wirklichen Erfolge waren. Beginnen wir im Sinne der Gruppe mit den echten Erfolgen. Helen Weber. Donnerstagvormittag hatte Helen Weber die Nachricht vom ambulanten Dienst erhalten, dass es mit ihrem Praktikumsplatz klappte. Am folgenden Montagmorgen, 9 Uhr, konnte sie dort anfangen. Wäre es mit ihrem Rollstuhl möglich gewesen, hätte sie einen Luftsprung gemacht. Sie hatten sich im Vorstellungsgespräch erst einmal auf 5 Stunden pro Tag geeinigt, sodass ihre Arbeitszeit täglich auf 9 bis 15 Uhr festgelegt wurde. Der Rest waren Pausen. Einziger Wermutstropfen? Ihr Praktikum war zunächst unentgeltlich. Anfangs wollte man schauen, wo und wie Helen Weber eingesetzt werden könnte. Vor allem wollte man ihr aber schnell eine Alternative bieten, da die Werkstatt ja abgebrannt war. Auch beim ambulanten Dienst hatte die Brandstiftung für Betroffenheit gesorgt. Die Eltern für Inklusion. Auch bei den Eltern, die sich für Inklusion einsetzten, gab es Freudiges zu berichten. Zwar musste Marianne Berger zunächst einen Rückschlag einstecken. In der Druckerei, in der ihr Mann arbeitete, gab es auf die Schnelle keinen Praktikumsplatz. Das hatte also leider nicht funktioniert. Aber das hatte sie erst recht angespornt. Und so hatte sie in einem großen Lebensmittel- und Getränkemarkt in ihrer Nachbarschaft nachgefragt. Dort wurde tatsächlich jemand gebraucht, der mit anpacken konnte. In ihrem ersten Gespräch hatte sie deutlich gemacht, dass die Person eventuell etwas mehr Anleitung und Unterstützung brauchen könnte. Das schien aber kein Hinderungsgrund für einen Praktikumsplatz zu sein. In dem Lebensmittelmarkt gab es einiges zu schleppen und in der Getränkeabteilung war die Personaldecke momentan dünn. Man wollte es einfach einmal versuchen. Ein Vorstellungstermin war schon mit dem Sohn jenes Vaters vereinbart worden, der sich beim Treffen der Eltern für Inklusion spontan für ein mögliches Praktikum seines Sohnes in der Druckerei gemeldet hatte. Und tatsächlich, auch der Sohn hatte großes Interesse, sich in dem Markt zu versuchen. Für Marianne Berger war besonders spannend, wie der Geschäftsführer des Lebensmittelmarkts seine derzeitige Personalsituation beschrieben hatte. Wie andere Branchen auch, leiden richtig viele Märkte wie unserer derzeit unter erheblichem Personalmangel. Uns fehlen hinten und vorne Leute. Vielleicht sind auch andere Märkte bereit, bei dieser Situation und nach dem Brand in der Werkstatt es mit behinderten Menschen zu versuchen. Marianne Berger hoffte auf einen Schneeballeffekt. Clemens Zeil. Auch Clemens Zeil war nicht untätig geblieben und hatte wieder einmal gemerkt, wie vernetzt die Lindenthal-Werkstatt und der Trägerverein immer noch in der Stadt waren. Nachdem er den Spendenaufruf gestartet hatte und sogar das Fernsehen und die Zeitung darüber und über die Notlage der Werkstatt berichtet hatten, waren die Türen für ihn sozusagen weit offen. Die Sparkasse und andere Banken, bei denen sie wohlweislich auch Konten unterhielten, hatten auf die Schnelle einige tausend Euro gespendet oder zumindest zugesagt. Der Oberbürgermeister unterstützte seinen Spendenaufruf und der örtliche Fußballverein wollte ein Benefizspiel für den Wiederaufbau der Werkstatt durchführen. Diese und viele andere Aktionen waren also schon auf den Weg gebracht. Clemens Zeil war damit wieder voll in seiner altbewährten Spur. Und dabei war ihm nicht nur das Geld wichtig, sondern auch das stetige Aufpolieren des Images der Werkstatt. Ja, das sind die Akteure, die jetzt unterwegs sind. Danke, Sabine. Das ist also ein Teil
ein Strang dieses Buches. Was passiert jetzt? Was ist möglich? Ihr habt schon mitbekommen, die Helen Weber hat sozusagen ein Praktikum. Ich verrate wahrscheinlich nicht so viel, dass die Helen Weber dann auch einen Job finden wird, und das hätte sie sich vorher nie geträumt. Aber ein anderer Strang der Geschichte ist natürlich, da war eine Brandstiftung. Da ist ein Millionenbetrieb abgebrannt und natürlich ist die Polizei auch entsprechend am Ermitteln. Und die drei Brandstifter, die sind natürlich immer noch mit angehaltenem Atem, kommen sie damit durch? Verplappert sich nicht jemand? Denn auch die Leute in der Enthinderungsgruppe dürfen ja nicht wissen, dass sie das waren, sonst wäre das schnell rum. Und ja, der Kommissar, er liebt übrigens Mohnkuchen, wo das wohl herkam. Auf jeden Fall der Kommissar, der stellt nicht nur sozusagen der Journalistin inzwischen manchmal ein bisschen nach, weil er denkt, die weiß irgendwie mehr, wie er denkt oder so manchmal. Aber der guckt sich auch sonst um. Und jetzt hören wir mal kurz rein, was der Kommissar so treibt. Nur für Florian Kerner, den Hauptkommissar der Polizei, wollte sich noch kein Erfolg einstellen. Mittlerweile war bestätigt, dass der Brand an mindestens drei Stellen gelegt worden war, weshalb er eine Einzeltat ausschloss. Sobald es brannte, wollte ein einzelner Brandstifter den Tatort sicherlich so schnell wie möglich verlassen und nicht noch an weiteren Ecken Feuer legen. Noch war das nur seine Theorie, aber er ging von mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Tätern aus. Seine Hoffnung, dass im Kreise ehemaliger MitarbeiterInnen der Werkstatt ein Motiv auszumachen wäre, hatte sich nach der Befragung der gekündigten ehemaligen Mitarbeiterin der Werkstatt zerschlagen. Sie hatte ein handfestes Alibi. Sie befand sich zur Zeit der Brandstiftung im Urlaub. Den Mitarbeiter, der er selbst gekündigt hatte, hatte er inzwischen auch aufgesucht. Aber er war nach Florian Kerners Erfahrung nicht der Typ für eine Brandstiftung. Und auch er hatte ein Alibi für die Tatzeit. Ein Punkt während seines Gesprächs mit dem Mann hatte jedoch Florian Kerners Interesse geweckt. Der ehemalige Mitarbeiter berichtete ihm von einigen Missständen in der Lindenthal-Werkstatt. Diese hätten ihm seine Motivation für die Arbeit geraubt und seien entscheidend für seine Kündigung gewesen. Den Ton und die Art und Weise, wie mit behinderten Beschäftigten in der Werkstatt zum Teil umgegangen worden sei, habe er nicht mehr ausgehalten. Er habe zudem einen anderen Anspruch in Sachen Integration auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Deshalb und nach einigen gescheiterten Versuchen, etwas zu ändern, habe er damals in der Werkstatt seine Kündigung eingereicht. So stand Polizeikommissar Florian Kerner weitgehend mit leeren Händen da. Das war der Kommissar. Ich hatte es schon angedeutet, die Katrin Grund, die kommt immer wieder. Und die Katrin Grund hat sich inzwischen auch mit der Helen Weber getroffen. Die haben sich ausgetauscht, obwohl die Helen Weber am Anfang sehr zögerlich war, weil wenn man einen Brand gelegt hat, will man sich nicht unbedingt mit Journalistinnen treffen. Sie ist aber trotzdem, irgendwie haben sie es gemacht, die haben sich kennengelernt. Und die Katrin Grund, muss man sagen, die hatte null Ahnung vom Thema Behinderung. Die kannte niemand groß mit Behinderung, die wusste schon gar nichts über Werkstätten. Und die ist ja jetzt an der Geschichte dran, hat ein paar kleinere Berichte veröffentlichen können. Und in ihrer Redaktion, ja, hat sie es jetzt geschafft, sie hat das Thema für sich erobert gegenüber den anderen Kollegen. Und die recherchiert natürlich. Also was hat es mit den Werkstätten auf sich? Und da würde ich sagen, wir haben noch ein klein bisschen, wenn ihr noch Energie habt, dann hören wir mal rein in die Recherchen der Katrin Grund. Mein Kopf brummte angesichts der vielen Fakten und Berechnungen in Hinblick auf das Werkstattentgelt. Meine beste Quelle wurde der Zwischenbericht eines Forschungsberichts zum Entgeltsystem in Werkstätten für behinderte Menschen. Ich war überwältigt. Im Jahr 2019 bezogen bundesweit
279.232 behinderte Menschen Entgelte aus ihrer Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen. Es ging also um keine kleine Gruppe, sondern um fast 280.000 behinderte Menschen. Zusammen mit den behinderten Menschen aus dem Berufsbildungsbereich der Werkstätten waren es sogar fast 320.000. Echt viele. Den 279.232 behinderten Menschen hatte man im Jahr 2019 durchschnittlich nur 220 Euro im Monat an Arbeitsentgelt ausgezahlt. Hatte Horst Zinke für seine Werkstatt nicht eine ähnliche Zahl erwähnt? Dass selbst der bundesweite Durchschnitt des monatlichen Entgelts in den Werkstätten tatsächlich bei nur 220 Euro lag, empörte mich schlichtweg. Aber das schien niemanden aufzuregen, auch hier vor Ort nicht, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Auch ich hatte bisher nie etwas darüber gehört, geschweige denn in irgendeiner Weise selbst darüber nachgedacht. Das regte mich zusätzlich auf. Ich musste meinen Ärger unbedingt kanalisieren und war. Entschuldigung. Ich musste meinen Ärger unbedingt kanalisieren und mehr erfahren. Meine Fakten- und Fragenliste wurde länger und länger. Mein neues Wissen brachte für mich das Fass zum Überlaufen. So langsam begriff ich. Praktisch bedeuteten die Zahlen, dass durchschnittlich lediglich ein fester Grundbetrag von 80 Euro pro Person gesetzt war. Der sogenannte Steigerungsbetrag wurde für jeden und jeden einzelnen behinderten Beschäftigten dann in einer jährlichen Leistungsbewertung ermittelt. Dabei ging es dann unter anderem um die Bewertung der Arbeitsleistung und der Motivation der Beschäftigten. Dass die Leute bei solchen Rahmenbedingungen in den Werkstätten kuschten, war also kein Zufall, sondern System. Das also, hatte Helen Weber gemeint. Viele Beschäftigte bekommen zusätzlich Grundsicherung, lautete laut Helen Weber ein Standardargument, wenn die Bezahlung weit unter dem Mindestlohn kritisiert wurde. Das wollte ich nicht gelten lassen, denn das machte die Beschäftigten vom Amt für sehr lange Zeit abhängig, ganz abgesehen von den damit verbundenen Einschränkungen. Das würde ich, das würden viele andere ArbeitnehmerInnen nie hinnehmen. Ja, und diese Recherchen der Katrin Grund, das ist jetzt ja nur ein Teil davon, das ist eigentlich das Interessante mit dem Buch, das schiebe ich mal kurz ein. Ich kriege ja ganz viele Rückmeldungen. Ich kriege vor allem auch Rückmeldungen von Menschen, die sagen dann, ich hatte mit dem Thema ja noch nie was zu tun, ich habe es trotzdem geschafft, das Buch zu Ende zu lesen und das wusste ich ja gar nicht, dass die so wenig Geld dort kriegen. Das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ja, und so ging es auch der Katrin Grund. Und die war natürlich empört. Das macht es für eine Journalistin nicht immer einfach. Vor allem, wenn man in einer Lokalredaktion ist, die, das weiß man, in so einem kleinen Städtchen oder selbst in einer Stadt wie Kassel mit 200.000 Einwohnern, da ist man schon miteinander verbandelt. Ja? Und die Katrin Grund, so viel kann ich sagen, die hat es nicht leicht an der Stelle. Aber zu viel wollen wir auch nicht verraten. Bei den ersten Lesungen kam aber dann immer so nochmal die Frage, es klang ja an mit dem Budget für Arbeit. Das klingt ja erstmal ein bisschen kompliziert. Wie ist das denn genau? Ich habe mal hier einen Hut dabei. Das ist mein Glatze-Beschützungshut vor der Sonne. So kann man es ungefähr sagen. Und da steht drauf, Budget für Arbeit nutzen. Wir haben den Hut machen lassen, als wir bei den Werkstättenmessen in Nürnberg waren, wo wir sozusagen dafür geworben haben, dass das Budget für Arbeit bekannter wird. Und das ist ein ganz großes Problem, denn viele, und gerade auch in Werkstätten, wissen überhaupt kaum, dass es das gibt und noch weniger wissen, wie es funktioniert. Und die es wissen, wie es funktioniert, die verzweifeln manchmal an der Verwaltung. Und darum ist es gut, dass heute, vielleicht zeigt ihr euch mal, die Wiebke und der Alex
von der ESL hier seid. Ihr habt nämlich ein Projekt, Budgetkompetenz oder so ähnlich heißt das. Stimmt das? Das stimmt. Ich komme nachher mal zu euch. Ja, deshalb haben wir jetzt hier als letzten Teil, kleinen Teil, bevor wir jetzt dann wirklich in die Diskussion gehen, nochmal ein Auszug sozusagen aus einem Gespräch. Die Claudia Liese, das ist eine richtig gute Juristin, der Enthinderung, die macht bei der Enthinderungsgruppe mit. Das Problem ist, nicht alle Juristinnen und Juristen können das immer so gut ausdrücken. Aber im Gespräch mit der Katja Franke ist es, glaube ich, einigermaßen gelungen zu erklären, worum es bei diesem Budget für Arbeit geht. Und das dann aus dem Munde von Sabine Lohner zu hören, das Finale. Die Idee des mit dem Bundesteilhabegesetz eingeführten Budgets für Arbeit ist ganz simpel. Das Geld, das sonst als Eingliederungshilfe an die Werkstatt für behinderte Menschen gezahlt wird, geht mit dem Budget für Arbeit als Lohnkostenzuschuss an ganz normale Arbeitgeber. Diese können damit behinderte Menschen im Rahmen eines richtigen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes beschäftigen. Es gibt zusätzlich zu einem recht hohen Lohnkostenzuschuss auch Geld für die Assistenz behinderter Menschen am Arbeitsplatz, wenn diese gebraucht wird. Diese Mittel können zum Beispiel für eine Anleitung oder andere Unterstützungen am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Und warum wird das kaum genutzt? Die Nutzung dieser Fördermöglichkeit in der Praxis auf die Schiene zu bekommen, scheint für viele wie ein Hexenwerk zu sein. Immer noch weiß kaum jemand über diese Möglichkeit der Beschäftigung und Förderung behinderter Menschen aus Werkstätten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Bescheid. Und anscheinend will darüber auch niemand richtig Bescheid wissen. Claudia Liese machte vor allem wütend, dass niemand ein wirkliches Interesse daran zu haben schien, dass behinderte Menschen statt in einer Werkstatt bei ganz normalen ArbeitgeberInnen arbeiten konnten. Kaum jemand setzte sich ernsthaft dafür ein, dass sie, wie andere Menschen auch, sozialversichert beschäftigt wurden und einen anständigen Lohn bekamen. Dabei bot das Budget für Arbeit trotz einiger kleinerer Haken doch endlich diese Möglichkeit. Dies war aber bisher und besonders in ihrer Stadt viel zu wenig bekannt und wurde kaum genutzt. Hast du dazu Zahlen? Fragte Katja Franke. Zum Stichtag 31. Dezember 2020 waren bundesweit gerade einmal 1.679 Personen gemeldet, die ein Budget für Arbeit erhielten. Weitere 3.081 behinderte Menschen bekamen vergleichbare landesspezifische Leistungen für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Dies geht aus dem Kennzahlenvergleich der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger hervor, führte Claudia Liese in ihrer typisch korrekten, detailverliebten Art aus und betonte, das sind nicht einmal 5.000 von den circa 320.000 behinderten Menschen, die bundesweit in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten. Nicht einmal 2%. Niemand außer ein paar behinderten Menschen, die als ständig nörgelnd und nimmer zufrieden abgestempelt werden, scheint es also wichtig zu sein, dass zur Inklusion auch gehört, behinderten Menschen einen fairen Lohn oder wenigstens den Mindestlohn für ihre Arbeit zu bezahlen. Ja, wie ich die Sabine Lohner bezahle, muss ich mir nur überlegen. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich bin ja jemand, der seit Jahrzehnten eigentlich immer Nachrichten zur Behindertenpolitik schreibt. Und da fragt man sich schon, warum schreibt er jetzt plötzlich einen Roman? Und das hat natürlich viel damit zu tun, ich kenne diese trockenen Diskussionen. Ja, es wird über Werkstätten geredet, so nach dem Motto, da redet man in Zahlen, in Fakten, man redet viel zu wenig über die Menschen. Und ich kenne halt auch viele Menschen, die in Werkstätten waren oder noch sind. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, die kommen kaum zu Wort, in der Öffentlichkeit kaum.
und haben mir aber immer wieder gesagt, sag bloß nichts, ja, wenn sie mir irgendwas erzählt hatten, was nicht so toll war. Und dann saß ich eines Abends da und dachte, ach, ich sollte mal einen Roman versuchen. Und so kam ich dann dazu. Und wenn man dann überlegt, ich schreibe mal einen Roman, dann überlegt man natürlich, naja, wie könnte man es ein bisschen interessant machen? Wie könnte man einen Aufhänger finden? Ja, was fällt einem da ein? Eine Brandstiftung. Also behinderte Menschen sind sauer, die haben versucht, was zu verändern. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir kommen nicht weiter. Wie wäre es denn, wenn wir keine Werkstatt mehr hätten? Das ist eigentlich der Gedanke auch des Buches. Und da dachte ich, okay, die Werkstatt brennt ab. Ist erstmal heftig. Ja, dann dachte ich, ich werde bestimmt noch der Brandstifter der Nation. Und ja, dann entwickelt sich das Buch, was gäbe es denn für andere Möglichkeiten, ja, wenn die Werkstatt jetzt mal nicht da wäre. Ja, so hat sich der Roman entwickelt. Und ja, ich werde natürlich immer wieder gefragt, Brandstiftung, ist das die Lösung? Natürlich nicht. Das ist ein Roman, ja, das passiert nicht wirklich. Und wenn die Rosenheim-Cops im ZDF, wenn da immer jemand stirbt, dann sagt man auch nicht, bringt eure Nachbarn um oder eure Partner. Und so ist es auch. Es ist ein Aufhänger für eine Geschichte, aber es sorgt für viele gute und spannende, manchmal auch hitzige Diskussionen. Ja, die Botschaft ist relativ klar. Menschen mit Behinderungen sollen Chancen bekommen. Und sie sollen ja dort unterstützt werden, wo sie gerne leben, arbeiten, wohnen wollen und die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Und wir haben ein großes System von Werkstätten. Da gibt es Leute, denen gefällt es dort. Da gibt es Leute, die sind zufrieden, sagen auch, das macht mir nichts, wenn ich nur 220 Euro im Monat verdiene. Aber es gibt auch Menschen, und die werden eben kaum gehört, die sagen, Mensch, ich würde mal gerne raus auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ich würde gerne mal ein Praktikum machen. Wir haben jetzt das Budget für Arbeit. Ja, es gibt auch Fördermöglichkeiten. Das ist alles viel zu wenig bekannt. Und das ist so diese Botschaft, wir müssen auf die Menschen gucken und nicht auf die Systeme. Und darum zündeln wir mal so ein bisschen an den Strukturen, denn bisher denkt man immer, Werkstatt oder Nicht-Werkstatt. Ich möchte denken, hier sind Menschen. Was möchten die und wie kann man es ihnen ermöglichen? Das nennt sich dann personenzentrierte Hilfen. Und das sollten wir auch im Arbeitsbereich geben. Denn viel zu oft werden Leute, ich sag mal, klein gehalten. Das schaffst du nicht. Ja? Und die Botschaft ist, Leute, lasst uns mal anders denken. Was wäre denn, wenn die Werkstatt nicht wäre? Welche Dynamik könnten wir entwickeln? Ja, das war eine der Botschaften. Und persönliche Botschaft ist, glaube ich, lasst uns auf die Menschen gucken. Was wünschen sich Menschen wirklich? Und lasst uns versuchen, Türen zu öffnen. Wir haben noch viel zu viele Türen verschlossen, sei es in der Schule, wo oft nur die Förderschule bleibt, sei es im Wohnen, wo oft nur das Wohnheim bleibt, oder in der Werkstatt, wo oft nur die Werkstatt bleibt. Lasst uns wirklich auf Menschen gucken, zu gucken, wo sind ihre Träume, welche Fähigkeiten haben sie und sie unterstützen, weil ich glaube, wir alle können da was dafür tun, ob wir in der Werkstatt sind, außerhalb der Werkstatt, in irgendwelchen Diensten.